So, hallo liebe Zuschauer, willkommen beim WinLab Stream. Ich bin Wieland und ich mache heute mit euch den Workshop im WinLab. Ja, wenn es Fragen gibt, wie immer, schreibt die einfach in den Chat rein. Ich kann das hier parallel mitlesen. Wenn der Ton vielleicht zu leise ist oder der 3D-Drucker da hinten stört, dass man die Servomotoren irgendwie pfeifen hört oder so, dann schreibt es ruhig in den Chat rein, dann pausiere ich den. Ich weiß jetzt nicht, wie das da rüberkommt. Genau, ich hoffe, die Technik funktioniert. Ich bin gar nicht mal so oft am Stream, aber ja, das kriegen wir hier schon heute hin. Genau, ist denn schon jemand da, der hier vielleicht in den Chat mal schreiben kann, ob man mich gut hört oder nicht? Okay, noch nicht. Ja, ich stelle euch heute den ESP32. Ah, man kann dich super verstehen. Danke, Isabel. Das ist wirklich gut zu wissen. Da ja, fällt einem schon doch ein Stück weit auch ein Stein vom Herzen, wenn die Technik funktioniert. Genau. Und ich denke, dann fange ich auch gleich an. Und dazu erkläre ich erstmal ein paar Basics, was wir heute machen, und schalte dafür mal hier meine PowerPoint-Präsentation an oder um. So, genau. So, hier sind wir. Genau. Also, ich stelle euch heute den Weg vor, wie man mit einem ESP32 oder 8266, das ist der kleinere Bruder davon, wie man ja, eine LED steuert und das Ganze über ein Webinterface. Das heißt, nicht, wie man das so von Arduino-Projekten kennt, über eine Konsole oder über einen GPIO-Port, sondern über das Webinterface mit dem ESP32, 8266. Und danach stelle ich ein paar Boards vor, vergleiche das Ganze dann mit der Arduino-Reihe. Ich zeige euch, wie man das Arduino IDE vorbereitet. Wir gehen einmal durch den Code durch und machen anschließend einen Flash unter Windows. Und ich sage auch noch ein bisschen was zu dem Vorgehen unter Linux, weil ich bin ein Linux-User und ja, kann nur jeden dazu animieren, auch Linux zu benutzen. Am Ende stelle ich noch ein paar Firmwares vor, wie ESP-Easy, Tasmota oder auch mein Favorit Micro oder MicroPython. Genau, ich gucke mal hier ganz kurz, ob es Kommentare gibt. Nein, es gibt noch keine Kommentare. Dann geht es direkt weiter. Also der ESP32 oder der ESP8266, das sind beides kleine Entwickler-CPUs von dem Hersteller Espressif Systems aus China. Das sind alles beides Low-Budget-CPUs, ja, ähnlich dem Arduino-System. Und der Unterschied ist halt, dass die meisten zum Beispiel einen CP2102 seriellen USB-Konverter mit auf dem Board haben. Das heißt, man kann die, wie jetzt zum Beispiel den hier, den werden wir nachher bearbeiten. Muss mal, ach so, ja, jetzt sieht man das natürlich relativ klein. Da gehen wir aber später noch im Detail drauf ein, wie die Dinger aussehen, wie sie funktionieren und so weiter und so fort. Genau. Also der ESP32 hat eine Dual-Core-CPU, 80 bis 240 Megahertz, hat einen sehr geringen Stromverbrauch. Man denkt, ein Arduino hat schon wenig Stromverbrauch. Die Dinger können noch weniger. Die haben eine moderne Deep Sleep-Funktion. Also hier ist quasi auf dem PCB, auf der CPU ist ein Compagnon-Prozessor-Kern drauf, der im Grunde genommen nur im Tiefschlaf darauf wartet, Befehle anzunehmen. Und mehr kann er nicht. Also ein ganz, ganz kleiner reduzierter CPU-Kern wartet nur darauf, irgendwann aufgeweckt zu werden. Das Ganze resultiert in einem unwahrscheinlich geringen Stromverbrauch. Und ja, im Gegensatz zu dem Arduino hat der WLAN sowie Bluetooth Low Energy, also den modernen Standard von Bluetooth, mit on board. Und mit ganz kleinen Vorbereitungen
ist das ganze Board komplett Arduino IDE kompatibel. Man könnte im Grunde genommen sagen, wegen der Dual-Core-CPU, dass es ein Arduino auf Steroiden ist, mit ein bisschen mehr Bums, mit ein bisschen mehr Konnektivität. Aber im Grunde genommen ist es ein Bastelboard wie der Arduino. So, jetzt machen wir eine Vorstellung von ein paar Modellen. Dafür muss ich mich einmal hier wieder groß machen, das Kamerabild. Genau. Ach so, ja, genau. Wird das jetzt vollkommen übertragen? Da muss ich mal kurz gucken. Ich vermute schon, ja, es wird so übertragen. Also das hier, den wir hier haben, ich hoffe, der Autofokus funktioniert gut, wenn ich das stillhalte. Ja, nicht ganz so gut, aber ihr seht, es ist eine kleine Entwicklerplatine wie ein Arduino mit einem USB-Controller oben drauf. Das Ganze gibt es in verschiedenen Versionen, so wie es ein Arduino auch in zig Versionen gibt. Das hier zum Beispiel, das ist der große Bruder, das ist der ESP32. Man sieht, das Board ist ein bisschen dicker, das ganze PCB ist ein bisschen aufgeblähter. Im Prinzip ist es aber genau das gleiche, nur mit noch mehr Schmackes. Genau, hier haben wir ein ESP32 Cam, ja, mit einer kleinen Kameralinse drauf. Das Ganze hat ebenfalls WLAN an Bord, das hat ebenfalls Bluetooth und ein Dual-Core-CPU on Board. Oh, da war der Fokus ganz kurz. Ist mit an Bord und man kann es halt für verschiedene Überwachungsprojekte, also was heißt Überwachungsprojekte, aber ja, Sicherheitskameras oder technische Überwachung etc. kann man das anwenden. Genau, also absolut vielseitig. Man kann auch Deep Learning drauf machen, natürlich mit einem externen neuronalen Prozessor oder einem Tensor, ja, weil dafür hat der ESP32 nicht genug Bums tatsächlich. Das hier, den habe ich von zu Hause mitgebracht. Ich habe momentan ein Projekt am Laufen. Ich will mir mein eigenes Mobiltelefon bauen auf ESP32 Basis. Und der hier hat ganz interessant, man sieht das hier, ein SIM 800L Modul. Kommt schon, Autofokus. Ich weiß nicht, wie man ihn triggert. Na, kommt schon. Da ist er. SIM 800L. Oh, mit der IMEI-Nummer. Das war jetzt nicht ganz so clever. Aber ja, hier ist quasi ein Mobilfunkmodem mit drauf. Und man kann da natürlich dann auch Smart Home-Projekte oder irgendwelche Outdoor-Projekte machen. Man könnte als Förster sich so ein Ding in den Wald stellen und das Ding als Wildkamera verwenden und einmal pro Minute uploadet das Ding ein Bild oder so. Also ihr seht, die ganze Familie ist quasi absolut, ja, wie sagt man, universell. Also man kann da sehr viel machen. So, dann zurück zur, genau, zurück zu der PowerPoint-Präsentation. Richtig. Im Grunde genommen, kann man, hier habe ich so einen ganz kleinen Vergleich gemacht, damit man sieht, wie unterschiedlich das Ganze eigentlich ist. Der Arduino hat gerade mal 32 Kilobyte RAM, der ESP32 4 Megabyte. Und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Auf dem ESP werden wir gleich einen kleinen Webserver installieren, der per WLAN eine Website anbietet, die wir dann auch schalten können. Und über die triggern wir dann die Onboard-LED, die hier schon die ganze Zeit am Leuchten ist. So, der CPU von so einem Arduino, die Dinger haben meistens 16 Megahertz, sind natürlich stark limitiert, das ist nicht besonders viel. Und der ESP, der hat einen Dual-Core 80 bis 240 Megahertz, taktet dynamisch, was absolut sinnvoll ist, um Strom zu sparen. Und mit dem zweiten Kern, das ist ganz nett, weil auf dem zweiten Kern kann man einen Python-Interpreter laufen lassen. Auf dem ersten Kern würde dann zum Beispiel die Anwendung laufen. Das ist total praktisch. Für alle Bastler und Maker und Hacker und sonst sowas ist das wirklich eine clevere Sache. Preislich sind die komplett nah beieinander, ja. Also Arduino, die sind ja nicht teuer und die ESPs auch nicht. Ich selber kaufe privat sogar nur die China-Varianten, also man könnte fast schon sagen die Fakes, für, ich weiß es nicht, 4 € mit Versand, also ganz billig. Genau, der Stromverbrauch bei so einem Arduino, der ist relativ konstant, 35 Milliampere. Bei so einem ESP ist der dynamisch, wie ich eben schon meinte, auch mit der CPU-Taktrate. Der schwankt zwischen 15 Mikroampere und 400 Milliampere. Ja, der Arduino, der hat kein Deep Sleep,
Und der ESP hat diesen Tiefschlaf, wo nur dieser Kompagnon-Prozessor, dieser ganz, ganz kleine, abgespeckte Kompagnon-Prozessor auf das Signal irgendwann wartet, um dann quasi ja, aufgeweckt zu werden und seine Arbeit zu beginnen. Wi-Fi und Bluetooth Low Energy hat das Ganze nicht. Der ESP hat das. Die Arduino-Libraries, die sind natürlich Arduino-kompatibel, ne, ist klar. Der ESP, der kann nicht nur das, der kann auch mehr. Und das ist das Schöne. Die Arduino-Community, die Fanbase ist ja mittlerweile gewachsen und sehr groß geworden. Und das, ja, macht einiges aus, weil das meiste bereits existiert. Man muss das Rad also noch nicht neu erfinden. Ja. Um die Arduino IDE drauf vorzubereiten, ja, weil der ESP, der ist ja kein Arduino, das ist ja von Espressif Systems, eine andere CPU, muss man quasi das Ganze drauf vorbereiten und dazu müssen wir in den Einstellungen einen dieser beiden Links angehen. Ja, der eine ist ein ESP8266, der andere ist der große Bruder der 32er. Das findet man hier unter den Einstellungen. Ich habe das in unserem IDE, habe ich das natürlich hier schon hinzugefügt. In dem Fall ist es die 8266. Man kann die aber auch untereinander angeben. In die nächste Zeile würde dann hier der ESP reinkommen. Ne? So, nachdem man das quasi getan hat, ach, hier ist YouTube. Genau, ich muss aber zum PowerPoint, das hier. Wenn man das gemacht hat und bestätigt hat, dann kann man im Bordverwalter quasi die Bordinformationen pullen. Und das findet ihr hier unter Werkzeuge, Board, Bordverwalter. Ja, und hier seht ihr alle möglichen Boards, die man einfügen kann, die man hinzufügen kann. Ja, wenn man jetzt hier eingibt ESP, sieht man das hier und dann, anstatt dass hier dann entfernen steht, steht dann da installieren. Und dann wird das automatisch installiert. Wie man, ach nee, ich wollte Dingsy, PowerPoint, wie man hier sieht. Genau, man sucht danach, dann installiert man das. Genau, und dann hat man das da drinnen. So, jetzt, bevor wir hier zu dem Konsolentool nochmal kommen, ich sehe auch, ich habe schon wieder ganz schön viel geredet. Wollen wir das doch mal ausprobieren? Also, wir haben quasi jetzt unseren Node-MCU am Start. Das hier ist unser Quellcode, den wir verwenden werden. Ja, den kann ich euch irgendwo hochladen. Zum Beispiel in das WinLab-Wiki würde ich euch das hochladen. Und da könnt ihr das dann zum Beispiel kopieren. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, wie gut das von YouTube übertragen wird und so weiter. Aber wir haben hier im Grunde genommen ein WLAN-System, wie ihr auch zu Hause habt, offen. Das ist hier der obere Teil. Ja, wir haben hier die WLAN-Bibliothek vom ESP ganz nach Arduino-Manier hinzugefügt und geben hier quasi als Konstante die SSID von unserem Netzwerk und das Passwort von unserem Netzwerk an. Und sagen ihm gleichzeitig, welche LED wir hier machen wollen, nehmen wollen. Ich habe hier als Kommentar noch hinzugefügt, die Konstante 2 ist die LED auf dem Wi-Fi-Sockel und 0 ist die LED auf dem PCB. Genau, also hier oben setzen wir erstmal die Baudrate fest, mit dem auf dem seriellen Monitor kommuniziert wird. Ja. Wir setzen die Ausgangszustände von unserem LED-Pin fest. Hier haben wir einen Teil. Ihr könnt euch das dann am besten anschauen und euch den Quellcode rauskopieren aus unserem Wiki. Hier haben wir einen Teil, der auf der seriellen Konsole, das werden wir gleich sehen, wie das funktioniert, unter anderem seine IP-Adresse ausgibt. Ja, die IP-Adresse, falls ihr das nicht wisst, falls man die mal vergisst von so einem Device, weil man irgendwie was flasht. Und dann hat man das verbunden und man hat nicht dran gedacht, die IP auszugeben oder so. Die kriegt ihr natürlich auch immer im Interface von eurem Router. Oder wenn ihr Linux-User seid, dann könnt ihr auch einen Netzwerkscan durchführen, zum Beispiel mit Nmap. Mit Windows geht es auch. Da gibt es auch entsprechende Tools.
So, genau. Also hier haben wir ein paar Ausgaben. Im Grunde genommen, wir starten einen Webserver auf unserem Wi-Fi-Netzwerk. Hier im unteren Teil haben wir nachher den HTML-Code. Das sieht man hier auch an diesem Kommentar. Ab hier beginnt quasi der vom Server ausgegebene HTML-Code. Die Print-Lines, sind auch auf der seriellen Konsole. Und wir haben ja jetzt bereits als Board, haben wir uns hier für unser entsprechendes Gerät entschieden. In unserem Fall ist es der Node MCU 1.0. Ja, manchmal ist es auch der 0.9er, gerade bei so China-Fakes. Ja, das wird man dann sehen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man das probieren. Alternativ ist es immer so, ein Generic ESP8266 Modul kann man auch nehmen. Wir setzen hier in meinem Fall zum Beispiel das Ganze auf 80 MHz. Der 8266, der kann auch das Doppelte. Der ESP32, der kann sogar 240 MHz. Ja. Genau. Ansonsten haben wir ebenfalls hier irgendwo, wo ist das? Genau da haben wir den Port angegeben. Der Port, der kommt in dem Fall als COM5 daher, weil wir hier diesen, den ich eingangs erwähnt habe, den CP2102 drauf habe, der ein Konverter ist zwischen USB auf serielles Interface. Und der meldet sich halt als COM5. Und ja, ihr würdet das dann so machen, ihr postet zum Beispiel da euren Quellcode rein. Und jetzt würde ich sagen, flashen wir das Ganze mal darüber. Ich mache das ein bisschen zur Seite, weil hier unten rechts bin ja quasi ich mit dem Bild. Genau. Hier unten habt ihr ja die Konsole. Oh, das ist, glaube ich, anstrengend, das so zu sehen für euch, ne? So. Und hier oben ist ja der Hochladen-Knopf. Den drücke ich jetzt. Jetzt wird das Sketch kompiliert, das wird komplett überprüft. Wir haben ja im oberen Teil festgesetzt, wie das WLAN-Netzwerk heißen soll. Ich habe hier einen WLAN-Router aufgebaut, mit diesen Einstellungen da. Genau. Wir sehen hier zum Beispiel, er meldet zurück, was es für ein Chip ist. ESP8266EX-Version. Der läuft auf COM5. Hier ist anscheinend ein Kristall drauf, der mit 26 MHz schwingt. Ihr habt da auch nochmal die MAC-Adresse von dem Gerät. Der hat Auto-Detected. Hat er den Flash-Size von 4 MB in unserem Fall. Ja, und dann hat er hier halt jede Hardware-Adresse nacheinander raufgeschrieben, gibt uns dann am Ende noch einmal ein Feedback. Er hat das ganze Ding geschrieben in 18,2 Sekunden. Hier ist die Geschwindigkeit. Und dann verifiziert er uns noch einmal den Hash. Also er bildet eine Quersumme über die gesendeten Daten und überprüft halt, ob alles so in Empfang genommen wurde, wie das auch so sein soll. So, danach kam ein Reset. Das Ding blinkt jetzt wieder. Jetzt gehen wir mal, oder wir gehen generell mal in die serielle Konsole, in den Monitor und gucken. Hier hat er schon tatsächlich was ausgegeben. Hier oben hat er ein bisschen wilden Kram ausgegeben. Ja, das muss man sich dann anschauen, warum der das. Aber hier hat er ein paar Details geschickt. Ja, also er hat sich mit WLAN verbinden können. Er hat tatsächlich sogar eine IP-Adresse bekommen und er bietet uns eine URL an, wo quasi unser Webinterface drauf läuft. Wir überprüfen mal die Informationen und schauen mal zum Beispiel in unseren Router rein, was der hat. In der Tat ist hier unter den DHCP-Clients, ja, ist ein ESP aufgetaucht, der tatsächlich diese IP-Adresse hat. Und ja, wir können ja jetzt mal gucken, was auf der IP-Adresse drauf ist. Fügen das mal ein. Ach, da sind wir schon auf dem Webinterface drauf. So, das ist ja ganz hervorragend. Ich weiß nicht, wie groß jetzt gerade mein Bild ist. Wo ist das hier? OBS, genau. Ich mache das mal noch ein bisschen größer. Dann mache ich das hier rüber. Genau. Oh, ja, das Bild, das müsste ja jetzt relativ groß sein. Und ihr seht, also jetzt gerade ist die LED an. Wenn ich den Ausknopf drücke, ja, sieht es aus, es hat funktioniert. Dann geht die LED aus. Wir haben hier gesehen, es gab einmal einen GET-Request. Ja,
Danach gab es wieder ein Disconnect, on, off, on, off, on, off, funktioniert, ja, es funktioniert. Ne? Und so schaltet ihr quasi eine LED über einen ganz, ganz kleinen Webserver. So, damit jetzt niemand sagt, du hast doch hier noch das USB dran, habe ich noch ein anderes Netzteil hier. Das hat nur Strom, ja, und hat keine Verbindung zu dem Rechner. Und deshalb lassen wir den mal booten. Wenn wir das jetzt refreshen, dann kriegen wir wahrscheinlich einen Fehler. Als ob das Ding schon wieder hochgefahren ist. Oh, es ist schnell hochgefahren. Naja, gut, der Code, der ist halt auch minimal klein. Wie viel soll da booten, ne? Und von dem Netzteil ist jetzt ja, keine Verbindung zum Computer am Start. Das An-Aus-Signal, das kann, das seht ihr auch hier. In der Konsole kommt jetzt nichts mehr raus, sondern alle Befehle laufen über das WLAN. So, und ob das jetzt eine LED ist, die quasi auf dem PCB ist, oder ob das eine LED ist, die ihr auf einem Breadboard über irgendeinen GPIO-Port ansteuert, das macht keinen Unterschied. Ja, genau. Dann, also wer hier vielleicht aufmerksam war, hat gesehen, dass der Get-Post-Befehl tatsächlich genau das Gegenteil besagt. Das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Ja, aber irgendwie. Das müsste man dann, also ich meine, das sind ja nur ein paar Zeilen. Wer sich das anschaut, der wird das sehen und der kann das dann korrigieren. So, genau. Jetzt haben wir hier einmal die Präsentation. Ich mache mich wieder ein bisschen kleiner. Genau. Ungefähr so, denke ich. Ja, das müsste passen. Weil ihr habt ja in der Konsole einmal gesehen, was da abgeht. Mit dem, in dem Interface unten vom Arduino IDE, da habt ihr im Grunde genommen nichts anderes als ESP-Tool. ESP-Tool ist die Software von dem Hersteller der CPU und das läuft im Grunde genommen im Hintergrund von dem Arduino IDE. Nichts anderes macht das, ja. Das Ganze kann man natürlich besonders interessant für Linux-User direkt aus der Konsole machen. Man braucht das Tool aber auch händisch, ja, wenn man eine ganze Binary flashen möchte. Also wenn man nicht einen eigenen Code schreibt im Arduino IDE, sondern wenn man wirklich eine ganze Binary, wie jetzt zum Beispiel Tasmota, ESP-Easy oder MicroPython, da komme ich gleich zu, wenn man das runterladen möchte von dem Projekt und man sich eine Funksteckdose bauen möchte, zum Beispiel. Genau, so, ESP-Tool, das ist das ganz Bequeme, das ist bereits in der Pip-Repo drin. Also Pip, das ist der Paketmanager von Python oder Python. Und ja, Python ist eine ganz wunderbare, einsteigerfreundliche Programmiersprache. Und jeder, der mit Arduino zu Hause bereits Projekte gemacht hat, der wird da relativ wenig Probleme haben. Und Pip oder ESP-Tool kann man tatsächlich über diesen Befehl Pip install ESP-Tool relativ bequem. Ach so, ja, stimmt, genau. Nee, unter Windows ging das nicht. Also, oder nicht aus dem Stand. Das geht natürlich selbstverständlich. Bei Linux sind viele Sachen leichter. Wie gesagt, ich kann da nur zu raten. Gerade als Maker ist man sehr gut aufgehoben in der Open-Source-Szene. Und ja, also entweder über Pip, den Paketmanager, oder wer kein Pip-Fan ist, gerade aus der Datenschutz- und Sicherheitsecke gibt es da auch Leute, die keine Pip-Freunde sind, die stehen eher darauf, eine GitHub-Repo zu klonen. Der kann das Ganze hier über die drei Befehle machen: Git clone. Danach betritt man die Directory, die man runtergeladen hat, und installiert manuell. Ja? Konsolentools, die benutzt man ja mit Text, ne? Das heißt, man braucht Schalter. Ich habe ja einfach mal ein Beispiel gemacht für was ganz Einfaches. ESP-Tool, ne, sagt an, man will ESP-Tool benutzen. Port, COM4, gibt uns den Port an. In unserem Fall wäre das Port 5. Ja, da war unser ESP Write Flash, ist klar, beschreibe den Flash und dann eine kryptische Adresse. Wer sich auskennt, das sind Adressplätze vom Speicher, quasi das Ziel, wo man reinschreiben möchte. Und hier haben wir dann einen .bin-File, eine Binary, zum Beispiel Tasmota von der Website heruntergeladen, der Hersteller. Dann kann man das in diesen Bereich reinflashen. Bei allen Konsolentools, falls ihr jetzt merkt, oh, Konsolentools sind ja eigentlich voll gechillt so und man braucht ja gar nicht überall ein grafisches User Interface,
Ja, für alle Tools gilt minus H oder minus help oder help oder Fragezeichen. Das sind so die Klassiker bei den ganzen Tools. Da kommt dann die Hilfe und gibt einem quasi alle Optionen aus, die man hat. Minus B, nur damit ihr Bescheid wisst, falls beim Flash am Ende ein Fehler zurückkommt, dass der Hash nicht bestanden wurde, dass der Hash falsch ist, dann setzt man mit B minus B die Baudrate, ja, und das ist quasi die Geschwindigkeit, mit welcher Geschwindigkeit die Daten auf das Gerät gepusht werden. Und ein Hinweis noch, unter Linux muss man noch den Befehl sudo usermod minus a minus g dialout machen. Das steht für super user do, also führe als Admin aus. Das Tool usermod in der bearbeitet Linux Benutzervariablen, minus a ist add hinzufügen, minus g ist Gruppe, group, und dialout ist die betreffende Gruppe. Wo man seinen User hinzufügen muss, um im Arduino-IDE um serielle Befehle zu schreiben und so weiter. Genau, das braucht man als Linux-Mensch. Bei Windows ist das nicht ganz so wichtig. Ist das gar nicht wichtig. Genau, dann habe ich hier noch einmal einen Screenshot von Tasmota. Tasmota, das ist so eine fertige Firmware für ESPs. Also die ist auch sehr vielseitig. Da kann man wirklich verschiedene Sachen machen. Ne? Der eine, der hier hat anscheinend ein GPS-Modul auf seinem ESP. Der nächste liest die Temperaturen aus und hat dazu auch einen Schalter am Start. Der dritte hat hier anscheinend ein RGB-Modul. Und ihr seht, das hat hier schon die Form von einem Smartphone-Display. Ja, das hier ist ein sehr spartanischer Webserver. Der kann ja gar nichts. Ne? Aber das hier sind tatsächlich alles Web-Interfaces, wie sie jetzt bei Tasmota dann vom Chip angeboten werden. Und alleine hier dran sieht man, dass so ein ESP schon ein bisschen mehr Bums haben muss als ein Arduino, weil ein Webserver mit Schaltern etc. auszugeben, genau das kriegt der kleine Arduino nicht hin. Noch, bevor ich hier die Zeit überziehe, ESP Easy, das ist auch eine tolle Firmware, die ist ein bisschen advanceder, sage ich mal, als Tasmota. Tasmota ist ein bisschen attraktiver, ESP Easy ist ein bisschen vielseitiger. Und das ist besonders als MQTT-Software geeignet. Und MQTT, das ist ein Smart Home-Kommunikationsprotokoll für ja, Smart Home-Projekte über das Netzwerk. Das braucht ein Gegenstück. In meinem Fall, ich benutze zu Hause I/O Broker. Das ist ein total bequemer Server für MQTT-Befehle und ist auch per Docker als virtuelles Image deployable. Also da ist nicht viel mit installieren, konfigurieren. Man droppt einfach einen Befehl in die Konsole und Docker macht den Rest. Genau, so, dann, achso, ja, stimmt, MicroPython hatte ich auch noch. Das ist ganz nett, ja, weil MicroPython, das ist quasi eine sehr abgespeckte Python-kompatible Programmiersprache, und das Interessante daran ist, ja, dass diese ESPs, dass die alle Dual-Core haben. Das Witzige ist, auf dem einen Kern läuft in Echtzeit der Interpreter für MicroPython und der zweite Kern, der steht an deinen selbstgeschriebenen Anwendungen bereit. Das Ganze kann man in der Thony IDE machen. Die ist kostenlos und da kann man dann auch auswählen, in den Einstellungen möchte man einen virtuellen Python-Interpreter auf dem Computer lokal laufen lassen oder hat man direkt per USB sein Modul angeschlossen, dann kann man den Interpreter nutzen, den man vorher mit ESP-Tool auf den Chip geflasht hat. Und ja, im Grunde genommen in MicroPython versuche ich dieses Mobiltelefon mit dem ESP32 samt GSM-Modul zu machen. Das ist natürlich, das ganze Projekt ist aufwendiger als gedacht, aber manchmal muss man auch einfach ein bisschen basteln und macht ja auch Spaß und man lernt ja auch bei. Ja, also auch wenn man nicht den Touchscreen ans Laufen bekommt, zum Beispiel, ja,
weil doch keine Treiber aus dem Arduino IDE oder extrem langsam. Dann muss man da auch nicht verzweifeln. Manchmal kann man auch einfach ja, ein bisschen Spaß dran haben, ein bisschen basteln. So, genau, dann noch die Fragenrunde. Ich habe ja jetzt hier noch gar nicht so reingeguckt. Hier ist der Livestream. Ja, 6 gleichzeitige Zuschauer. Das ist sehr nett. Schön. Habt ihr denn Fragen? Hier, da ist der Chat. Leute, lasst mich nicht hängen. Es gibt doch bestimmt ein paar nette Fragen, die ihr dazu habt, oder? Sieht nicht so aus. Aber falls da noch Fragen kommen, dann haut die ruhig rein. Ja, ich bin in Plauderlaune heute. Ja, wenn es jetzt nicht so aussieht, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Tool oder das Thema, das war jetzt nicht unverständlich. Und es ist natürlich irgendwo schon ein bisschen komplex. Aber die Arduino-Plattform, das darf man nicht vergessen, die kommt ja jetzt langsam in die Jahre, ne? Also 16 Megahertz, kein WLAN-Chip. Da stößt man ja schnell an seine Grenzen. Und bevor man sich die Mühe macht, also alleine für das WLAN, ja, sich die Mühe zu machen, Arduino kabellos netzwerkfähig zu machen, da ist man für 4 Euro mit so einem ESP32 ja wirklich gut bedient. Man darf nicht vergessen, 4 Megabyte Speicher statt 32 Kilobyte. Ja, das ist ja ein großes Vielfaches davon. Und jeder kennt es. Arduino-Projekte, der Arduino-Speicher, der ist schnell voll und dann, ja, dann war's das mit dem Projekt. Und der Stromverbrauch, Leute, 0,5 Milliampere, Mikroampere Stromverbrauch im Deep Sleep, ja. Also wer zum Beispiel ein Solar- und Akkuprojekt für draußen hat, wo einmal pro Stunde, ja, dieser Chip für eine Minute aufwachen soll und zum Beispiel per GSM-Modul ein paar Daten ins Netzwerk absetzen möchte, der ist mit so einem Ding hier, das kostet 13 Euro auf Amazon, 8 aus China, USB-C hat das, ja, der ist da ziemlich gut bedient. Also kann ich nur raten und macht Spaß, kann man schön mit basteln. Ja, ansonsten passt auf euch auf, ja, bleibt schön gesund und ich bedanke mich für euer Einschalten.